So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike Advance Kampagne. Ich habe jetzt gute 3 Monate lang nicht mehr an diesem Projekt aufgenommen, weil ich die letzten 10 Folgen ziemlich am Stück aufgenommen habe. Na ja, gut, wir waren bei Verdant Hills, wie ich gerade sehe. Ja gut, machen wir einfach mal weiter. Ah, was haben wir denn hier? Ja, eine Menge Fernwaffen auf der blauen Seite gegen die ganzen belagerten Grünen. Und da oben müssen wir irgendwie überleben. Na gut. Und wir haben 15 Tage Zeit. Naja, was machen wir dazu am besten? Ich sollte vielleicht auch mal wieder die Maus benutzen, fällt mir gerade ein. In der roten Armee verwenden wir am besten Colin und Sascha. Die können das am besten. Colin hat einen 4. Skill bekommen. Kriegt er für die Mission auch gleich mal das rein, was am meisten zu ihm passt. Und Sascha. Der spiele ich wahrscheinlich eh nicht. Die ist eh nur zum Colin supporten da. Auf der blauen Seite, da brauche ich Grit. Der hat immer noch keine Skills, sehe ich gerade. Das ist nicht so gut. Schade, dass wir die noch kein Level gegeben haben. Das wäre jetzt echt praktisch. Vielleicht kann Sonja hier bei ihr ein bisschen helfen. Und wenn wir Sonja mitnehmen, dann können wir Kanbei auch gleich mitnehmen. Was geben wir denn Sonja noch als 2. Skill? Darf sie auch ein bisschen Glück haben. Hat ja sonst keins. Ansonsten probieren wir das jetzt einfach mal. Wird schon schief gehen. So, erstmal hier. Wir brauchen mehr Infanterie. So, die haben hier diesmal 3 Megatanks stehen. Nicht nur das, auch noch eine Menge Neo-Tanks. Und zu einem Überfluss ist Xavier bei ihnen gerade der Commander. Der kriegt ja nach diesen wunderbar verringerten Fernwaffenschaden. Als allererstes muss ich ihnen allerdings wirklich diese Speer da wegschießen. Weil sonst sehen die mir zu viel. Schon witzig, dass gerade die schwächsten Einheiten hier zuerst weggeschossen werden müssen. Auf die Neotanks zu schießen hat hier da keinen großen Sinn, wenn die so wenig Schaden kriegen. Da warte ich, wenn Chess dran ist. Das
Das machen wir mal so. Du gehst darauf. Die erwischen ja noch nichts. So, das war's dann aber erstmal. Ich wechsle dann hier mal auf Kanbei. Sichtweite ist jetzt groß genug da unten, dass ich alles sehe, was ich will. Jetzt ist außerdem Chess an der Reihe. Hey, schießen sollst du. Mehr Fahrzeuge schaden nie. Immer erstmal anschwächen. Kann ich noch was machen? Vorerst mal nicht. Da haben sie schon ihre Attack Power. Das könnte jetzt wehtun. Vor allem, weil Jave hier hinten drauf kommt. Huch. Wieso laggt's da auf einmal so? Ah ja, der unverwundbare Xavier. Ich gehe ins nächste Runde ziemlich genau gar nichts kaputt.
Da kann ich jetzt machen, was ich will. Alles, was ich mache, macht 0% Schaden. Sogar das sollte 0 machen. Yep, dachte ich mir. Okay. Kriegen wir hier wenigstens 1%? Nö. Gar nichts geht. Na dann machen wir mal Colin Ende. Denen kann ich gerade auch nicht wirklich viel machen. Ich muss demnächst nur den Späher da von ihrem Hauptquartier runterschießen, das ist alles. Läuft eh wieder drauf hinaus, dass ich ihr Hauptquartier besetze. Wenigstens ist Chess wieder dran. So, du setzt hier keine Basis. Das war irgendwo klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass da gleich ein Neo-Tank steht. Mit Colin kann ich ja eh voll Kamikaze gehen. Interessiert eh keinen, was ich mit dem mache. Nur damit sie nicht mehr so viel sehen. Ach. Mehr kann ich gerade eh nicht machen. Da kommt der Neo-Tank.
So, Kohle machen wir erstmal gar nichts mehr. Gar nicht dran zu denken, hier zurückzufahren, Freundchen. Machen wir es mal so. Komme ich eine Runde schneller zum Ziel. Einmal Gold Rush noch. So. Wenn du einen Neo-Tank hast, dann habe ich auch einen. Normalen Tank können wir auch noch dazu bauen. So, jetzt muss ich noch irgendwie genug für eine Tech Power chargen können. Das wird doch wohl irgendwie machbar sein, ne? Ja, ist es auch. Ich hab's auch schon mal geschafft, dieses Level hier zu machen, indem ich alle ihre Einheiten vernichtet habe. Das war auch lustig. So, hier kommt der Samurai Spirit mit 30% mehr Power. Bei Xavier noch weh. So schnell geht ein Neo-Tank kaputt. Thank you.
haben sie nochmal eine Tech. Ja, die haben nur noch ein paar ganz wenige Einheiten, gegen können sie nicht mehr wirklich viel machen. Außerdem, es kann bei auf einem Hauptquartier mit seinen Einheiten so gut wie unverwundbar. Das lassen wir jetzt einfach mal. Ein bisschen Abzug in der Technik, aber ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, das war eine gelungene Mission.